Es ist eines der isoliertesten Länder dieser Erde. Ich nenne das immer so ein bisschen despektierlich, das Nordkorea Zentralasiens. Ein Land, in das so gut wie keine Journalisten kommen. Сама руководство занимается только коррупцией. Коррупцией и собственной славой занимается. Mit einer Hauptstadt, die fast komplett in Weiß gehalten ist. Mit Diktatoren, die bizarre Videos von sich veröffentlichen. Ein Land, das die vielleicht weirdesten Einträge im Guinness-Buch der Weltrekorde hat. In der neuen Folge von Atlas schauen wir nach Turkmenistan, wo sich Diktatoren mit goldenen Statuen verewigen, während das Volk verarmt, wo mitten in der Wüste das Tor zur Hölle brennt. Nein, Leute, das ist keine Computeranimation, das ist die Realität. Ich bin Don Pablo Mulemba, freut mich, dass ihr es auch geschafft habt. Bevor wir uns die bizarren Diktatoren Turkmenistans genauer anschauen, will ich euch das Land zeigen. Zumindest das, was davon nach außen dringt. Absurde Weltrekorde und Einfischstopps für Bikinis und schwarze Autos. Aber der Reihe nach. Turkmenistan liegt hier unten am Kaspischen Meer zwischen dem Iran und Afghanistan im Süden und Kasachstan und Usbekistan im Norden. Hier leben rund 6 Millionen Menschen. Das klingt nicht nur nach wenig, das ist es auch. Vor allem, wenn man sich im Vergleich dazu mal die Fläche des Landes reinzieht. Turkmenistan ist ungefähr so groß wie Deutschland, die Schweiz und Österreich zusammengenommen. In dem Land kann es also schon mal vorkommen, dass man eine halbe Ewigkeit keinen einzigen Menschen trifft. Sogar die Hauptstadt Aschgabat wirkt teilweise wie leergefegt. Aber das ist auf keinen Fall der absurdeste Effekt der Stadt. Denn was einem in Aschgabat sofort ins Auge springt, fast alle Häuser sind weiß. Die Stadt wirkt auf mich wie eine Mischung aus Disneyland, Dubai und einem Kapitel im Guinness-Buch der Weltrekorde. Zieht euch das mal rein. In keiner anderen Stadt der Welt stehen so viele Gebäude aus weißem Marmor wie in Aschgabat. Weltrekord. Es gibt nirgendwo mehr öffentliche Wasserfontänen. Weltrekord. In Aschgabat steht das größte Indoor-Riesenrad der Welt. Das größte Fahrsicherheitstraining für Fahrradfahrer ever hat dort stattgefunden. Und die längste einspurige Fahrradparade auch. Weltrekord, Weltrekord, Weltrekord. Ihr seht, ziemlich viele Weltrekorde in Turkmenistan. Und die gibt's auch in der Wüste von Turkmenistan. Seit 1971 brennt dort dieser Methankrater. Besser bekannt als Tor zur Hölle. Warum das Teil brennt, weiß übrigens niemand so genau. Mittlerweile soll der Krater auch gelöscht werden, nur weiß auch hier niemand so genau, wie das funktionieren soll. Was man aber weiß, das Tor zur Hölle ist der am längsten brennende Methankrater. Auch das natürlich ein Weltrekord. Turkmenistan und Weltrekorde, it's a match. Aber bei den wirklich wichtigen Rankings steht das Land ziemlich weit unten. Menschenrechte, Pressefreiheit, Demokratie. Von Demokratie kann man in Turkmenistan nicht reden. Es gibt zwar ein Zweikammerparlament und so weiter, aber das sind natürlich alles nur solche Schaufensterdemokratien oder Schaufensterinstitutionen, die man nicht wirklich demokratisch nennen kann. Nee, mit Demokratie hat das wirklich nichts zu tun. Das sieht man auch daran, wie das Regime in das Leben der Menschen eingreift. Ein Beispiel, 2018 haben die Behörden einfach mal die Einfuhr von Bikinis und kurzen Badehosen gestoppt. Warum? Weiß niemand so genau. Es wird vermutet, dass der ehemalige Diktator Gurbanguly Berdimuhamedow halt andere Moral- und Modevorstellungen hatte. Das ist also wirklich nahezu unvorstellbar, was dort wirklich also an Einschränkungen, an persönlichen Angriffen auf die Privatsphäre stattfindet. Was Gurbanguly Berdimuhamedow dagegen sehr gefällt, ist die Farbe Weiß. Das erkennt man nicht nur an den weißen Marmorgebäuden in Aschgabat, das sieht man auch auf den Straßen des Landes. 2015 hat die Regierung von Berdimuhamedow nämlich den Import von schwarzen Autos verboten. Das berichten mehrere Medien. Im Land sollen seitdem nur noch helle Autos fahren. Am besten weiße Autos. Turkmenische Beamte haben den Leuten damals geraten, kaufen Sie Autos in weißer Farbe. Die Farbe Weiß bringt viel Glück. Auch der Präsident hat seine komplette Fahrzeugflotte auf Weiß umgestellt. Und wenn man sich Aufnahmen von den Straßen anschaut, dann sieht man schon, helle Autos sind ein Ding in Turkmenistan. Laut Medienberichten hat das übrigens nichts damit zu tun, dass Weiß die Lieblingsfarbe von Berdimuhamedow ist. Die offizielle Begründung des Regimes, dunkle Autofarben könnten bei dem subtropischen Wüstenklima in Turkmenistan verheerende Auswirkungen haben. Was auch immer das bedeuten soll. Na gut, das klingt jetzt in unseren Ohren vielleicht auch ein bisschen lustig. Weiße Autos, Weltrekorde, Einfuhrstopps für Bikinis. Aber für die Bevölkerung Turkmenistans ist das alles überhaupt gar nicht lustig. Amnesty International beklagt immer wieder massive Menschenrechtsverletzungen wie Folter und Misshandlungen. Und Menschen verschwinden einfach so. Wer sich gegen das Regime auflehnt, dem droht Gefängnis. Und dort sterben Menschen
ohne dass ihre Angehörigen eine Chance auf Aufklärung bekommen. Однажды я после седьмого удара потерял сознание. Сержант, стоящий за спиной, так меня бил по почкам. Я не ожидал, что он специально это делает. Потерял сознание. Вот мне помогли политические заключенные, находящиеся рядом со мной. И я пришел в себя. В таких же условиях и принуждение политического заключенного, если он болеет, принуждение к смерти. Über das exakte Ausmaß der Menschenrechtsverletzungen weiß allerdings kaum jemand Bescheid. Das Regime lässt keine internationalen Beobachter ins Land. Auch deshalb gilt Turkmenistan als eines der isoliertesten Länder der Welt. Die Diktatur ist einfach überall. Sie bestimmt, was in den Schulen und Unis gelehrt wird und was das Parlament zu entscheiden hat. Das ist eigentlich ein Trauerspiel. Wenn man sich manchmal, gibt es auch auf YouTube, solche Übertragungen aus dem turkmenischen Parlament, und die Abgeordneten sitzen dort wie Zinnsoldaten, wirklich total uniform, alle haben das Gleiche an, mit Ordnern vor sich und schreiben dort wirklich handschriftlich mit, was der Präsident ihnen diktiert. Also es ist wirklich ganz furchtbar. Der Präsident diktiert dem Parlament, dem Volk und den Medien. Laut Reporter ohne Grenzen steht es um die Pressefreiheit in nur zwei Ländern schlechter als in Turkmenistan. In Eritrea und Nordkorea. Das Perfide: eigentlich müsste es den Menschen im Land einigermaßen gut gehen. Zumindest finanziell. Denn Turkmenistan hat die viertgrößten Gasvorkommen der Welt. Unter anderem deshalb waren bis 2019 auch Gas, Strom, Wasser und Speisesalz für die Bevölkerung umsonst. Doch mittlerweile müssen die Menschen in Turkmenistan dafür bezahlen. Denn der Wirtschaft des Landes geht es nicht gut. Ähnlich wie in Russland versickert das Geld wegen der massiven Korruption. Dazu kommen politische Fehlentscheidungen der Regierung. Die Folge: der Lebensstandard sinkt. Es gibt zu wenig Essen, die Inflation explodiert und viele Menschen finden keine Arbeit. Davon betroffen ist vor allem die junge Generation. Schätzungen zufolge sind 60% der jungen Menschen im Land arbeitslos. Doch für die könnte es vielleicht bald Hoffnung geben. Wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine braucht der Westen nämlich dringend Gas aus anderen Quellen. Erst im Dezember war der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan deshalb zu Gast in Turkmenistan. Dort hat er sich für den Bau einer Gaspipeline in Richtung Westen stark gemacht. Erdogan tritt im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine regelmäßig als Vermittler zwischen Ost und West auf. Turkmenistan könnte dadurch neues Geld verdienen und weniger abhängig von einem anderen Global Player werden. Der andere Partner, der für alle Länder dort mittlerweile eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt, ist China. Turkmenistan beispielsweise ist der wichtigste Erdgaslieferant für China. Weiß man in Deutschland auch kaum. Und hat dafür viele Pipelines gebaut, durch Kasachstan durch, durch Usbekistan hindurch. Was ich persönlich spannend finde an Turkmenistan: obwohl das Land eine ehemalige Sowjetrepublik ist, hat es sich immer relativ neutral verhalten. Zu Russland, zu China, zu Europa und den USA. Seit der Unabhängigkeit ist das der außenpolitische Kurs des Landes. Und den hat bis heute jeder der drei bizarren Diktatoren mitgetragen. Seit dem 19. März 2022 steht er hier an der Spitze des Landes: Serdarberdi Muhammedov. Falls ihr euch jetzt denkt, Berdi Muhammedov? Das habe ich doch schon mal gehört. Richtig. Serdar ist der Sohn des ehemaligen Präsidenten Gurbanguly Berdimuhamedow. Ihr wisst schon, der Typ mit dem Fetisch für die Farbe Weiß. Als Serdar im Frühjahr neuer Präsident wurde, hatten einige die Hoffnung, dass er das Land öffnet, dass er vielleicht sogar mehr Demokratie zulässt. Aber im Gegenteil, er hat es sogar noch schlimmer gemacht. Also er hat eine Kampagne gegen Frauen dort losgetreten, was man sich eigentlich überhaupt gar nicht vorstellen kann. Ja? Also es wurde wirklich gesetzlich verboten, dass Frauen Schönheits-OPs machen dürfen. Es geht auch um Schminkverbote, wie sie sich anzukleiden haben, wie sie sich in der Öffentlichkeit zu benehmen haben. Die Berdimuhamedows haben Turkmenistan also in eine astrein familiengeführte Diktatur geformt. Ganz ähnlich, wie das die Kims in Nordkorea schon seit Jahrzehnten tun. Und das ist nicht die einzige Parallele zwischen den beiden Familiendynastien. Denn beide lieben offenbar die Inszenierung in super cringen Videos. Über die Kims haben wir schon mal ein Video gemacht. Das findet ihr hier oben. Mehr zu den Berdimuhamedows gibt's jetzt. Denn Gurbanguly Berdimuhamedow, der das Land von 2007 bis 2022 geführt hat, ist sowas wie der Godfather of Diktatoren-Cringe. Es gibt Videos von Gurbanguly, in denen er auf einem Fahrrad sitzt und auf Zielscheiben schießt. In denen er zusammen mit seinem Enkel rappt oder so. Wie Gurbanguly um das Tor zur Hölle driftet. Es gibt Videos, die zeigen Gurbanguly als DJ, Sänger, Fahrradfahrer. Wie er mit Kumpels in der Halle kickt und im Fitti pumpt.
Es gibt Videos, in denen Gurbanguly reitet. Pferde sind sowieso das allergrößte für den ehemaligen Diktator. Genauer, die Pferderasse der Achal Tekkiner. Gurbanguly hat über sie sogar ein Buch geschrieben. Der Titel: Achal Tekkiner, unser Stolz und Ruhm. Es ist deshalb natürlich nur konsequent, dass Gurbanguly eine riesige Skulptur in Aschgabat hat bauen lassen. Das Berdimuhamedow-Monument. Es zeigt den ehemaligen Präsidenten als Reiter, komplett in 24 Karat Gold gehüllt, auf einem Sockel aus, guess what, weißem Marmor. Das Teil ist einfach mal 20 Meter hoch. Jetzt soll es übrigens ein weiteres Monument geben, das den Lieblingshengst von Gurbanguly zeigt, den Schimmel Akan. Für ihn und seine Nachkommen hat der ehemalige Diktator sogar mal ein Lied komponiert. Doch wie wir alle wissen, Liebe kann auch wehtun. Vor ein paar Jahren hat Gurbanguly bei einem Pferderennen mitsamt Gaul ziemlich hingelegt. Das Regime hat alles dafür getan, dass die Aufnahmen niemals veröffentlicht werden. So richtig gut hat das aber offensichtlich nicht funktioniert. In puncto Personenkult wird Gurbanguly nur von einem geschlagen, seinem Vorgänger im Präsidentenamt, Saparmurat Niyazow. Er war der erste Führer Turkmenistans, seit das Land seine Unabhängigkeit 1991 erklärt hat. Als Niyazow im Jahr 2006 starb, gab es eine pompöse Beerdigung mit offenem Sarg und Trauerzug. Die Jahre dazwischen hat er das Land mit harter Hand geführt. Niyazow und sein Regime haben die Gewinne durch den Gashandel eingestrichen und sein Volk hielt er in Armut und Hunger. Gleichzeitig nannte er sich Turkmenbashi, das heißt so viel wie Führer aller Turkmenen. Niyazow, also Turkmenbashi, schrieb das Buch Runama, das auch Diktatorenbibel genannt wird und mit dem schon den Kindern in der Schule der Kopf gewaschen wurde. Und natürlich ließ auch der Turkmenbashi-Statue von sich errichten. Sowieso war er während seiner Amtszeit im Land allgegenwärtig. Sein Gesicht war auf Teedosen, Wodkaflaschen und Plakaten. Über 100 Straßen wurden nach ihm benannt. Kolchosen und Armeeeinheiten tragen den Namen Turkmenbashi und noch heute gibt es eine Stadt am Kaspischen Meer, die Turkmenbashi heißt. Wer im Regierungsteam nicht gehorcht hat, wurde auch schon mal live im TV gefeuert. Und 2002 soll Turkmenbashi ein Attentat auf sich inszeniert haben, damit er politische Gegner aus dem Weg räumen konnte. Und weil er selbst vom Rauchen Herzprobleme bekommen hat, hat Turkmenbashi einfach mal im ganzen Land das Rauchen verboten. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen dem Turkmenbashi und seinem Nachfolger Gurbanguly? Ich kann es euch sagen, in der Amtszeit von Turkmenbashi war YouTube noch kein Thema. Schade eigentlich. So Leute, und jetzt schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr mehr Bock auf Content über Zentralasien habt. Wir haben da nämlich so eine Idee. Wenn ihr keine weitere Folge mehr von Atlas verpassen wollt, dann abonniert unbedingt unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Hier erzählt euch meine liebe Kollegin Tess, wie kaputt Russland wirklich ist. Und bei Mr. Wissen2Go erfahrt ihr, welche Probleme es im Nachbarland Kasachstan gibt.